Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des VDI-Bezirksvereins Karlsruhe und der Hochschule Karlsruhe zum kommenden Vortrag begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Zusammenarbeit mit dem Technologieseminar der Hochschule Karlsruhe, dem VDI-Forum Digitale Transformation und dem IN Engineering Dialogue Kongress hier eine Plattform haben, in der wir nun einen sehr spannenden Blick in die Zukunft werfen dürfen. Unser Themenschwerpunkt ist heute Service-Robotik und autonome Systeme. Es ist mir eine große Freude, dass wir den Zukunftsforscher Lars Thompson für dieses Thema gewinnen konnten und somit auch unsere Vortragsreihe in diesem Semester fortsetzen können. Meine Damen und Herren, es könnte durchaus sein, dass Roboter, die wir bisher nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, wir in nicht allzu weiter Zukunft persönlich kennenlernen werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Haushaltsroboter, der deutlich mehr kann als heute übliche Staubsaugerroboter. Aber ich denke, nicht nur im häuslichen Bereich werden Service-Roboter unsere Welt verändern. Auch unsere Arbeits- und Produktionswelt wird sich deutlich verändern. Und für uns Ingenieure ist das nicht nur eine faszinierende Technologie, bei der alle Disziplinen gefordert sind, sondern es wird viele Prozesse in der Arbeitswelt grundlegend verändern. Lars Thompson wird uns hier vielfältigen Veränderungen näher bringen und ich denke, das wird viele von uns betreffen. Apropos Zukunft, wir haben heute mehr als 40 Studierende online bei uns hier. Hierüber freue ich mich besonders, denn Ihnen gehört die Zukunft. Zur Organisation, Sie können gerne Fragen zum Vortrag stellen. Da wir gleichzeitig auf zwei Kanälen agieren, also in Teams und auf YouTube, können Sie gerne in den jeweiligen Chat Ihre Fragen schon während des Vortrages schreiben. Sie können aber auch in der Videokonferenz direkt nach dem Vortrag dann Ihre Fragen stellen. Herr Thompson wird eben dann nach dem Vortrag darauf eingehen. Wir starten also nun diesen Beitrag mit einem kurzen Begrüßungsvideo, das von unseren Studierenden erstellt wurde und freuen uns dann auf spannende Einblicke in die Zukunft der Robotik und autonomer Systeme. Die Welt von heute befindet sich im ständigen Wandel. Im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung stehen Unternehmen vor der ständig präsenten Aufgabe, sich an die Schnelllebigkeit der modernen Arbeitswelt anzupassen. Um sich frühzeitig auf Umstellungen vorbereiten zu können, verlassen sich viele renommierte Unternehmen auf den Rat unseres heutigen Referenten, dem angesehenen Zukunftsforscher Lars Thompson. Geboren 1968 in Hamburg und aufgewachsen mit zwei Brüdern, gründete er bereits im Alter von 22 Jahren seine erste Beratungsfirma, welche sich mit Zukunftsstrategien auseinandersetzte. Heute beinhaltet seine persönliche Referenzliste mehr als 800 Unternehmen. Obwohl er mit seiner Familie am Zürichsee in der Schweiz lebt, verbringt er bis zu 30% seiner Zeit mit Forschungsreisen. Wir haben das Glück, ihn hier an der IHK begrüßen zu dürfen, mit dem Vortrag "Ein Blick in die Zukunft der Arbeitswelt". Der Mann der nächsten halben Stunde, Lars Thompson. Ja, wunderbar. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese nette Einführung und für das wunderbar gemachte Video. Ich bin immer wieder erstaunt, was man so über sich selber dann manchmal erfahren kann. Aber es stimmt. Ich bin tatsächlich 1968 in Hamburg auf die Welt gekommen und bin zum Glück in einer Familie aufgewachsen, die zwei sehr unterschiedliche Blicke auf die Zukunft mir erlaubt hat. Nämlich einmal durch meine Mutter, die Kindergärtnerin war und der es extrem wichtig war, dass wir unsere kindliche Neugier, unsere Kreativität, unsere Fantasie einsetzen, um nicht mit dem Status quo zufrieden zu sein, sondern uns eine Zukunft auszudenken, in der wir leben können, die wir wollen, die wir gestalten können. Und auf der anderen Seite meinem Vater, der Ingenieur war, und also um genau zu sein, Bauingenieur, und der uns immer gechallenged hat und herausgefordert hat, diese verrückten Ideen, die man als Kind so hat, wenn man an die Zukunft denkt, ihm auch zu beweisen, dass das physikalisch möglich ist und dass das eine Möglichkeit gibt, diese Ideen
tatsächlich in die Wirklichkeit oder in die Tat umzusetzen. Und diese Dualität ist auch etwas, was ich immer wieder merke. Ja, oder es ist eben sehr wichtig, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, in der es so viele Umbrüche gibt, in der sich so viel verändert in dieser Welt, wir müssen eigentlich beide Disziplinen beherrschen. Wir müssen auf der einen Seite den Mut haben, uns Dinge vorzustellen, die es noch nicht gibt. Denn große Innovationen, große Erfindungen und Ideen haben immer damit zu tun, dass man in die Lage versetzt wird, sich eine wünschenswerte Zukunft, einen Traum, eine Welt, die noch nicht da ist, durchaus sich erstmal als Utopie vorzustellen. Daher kommt der Name Utopie. Science-Fiction-Filme können dabei helfen oder zum Beispiel inspirieren. Aber eben auf der anderen Seite brauchen wir Ingenieurinnen und Ingenieure, die in der Lage sind, diese Ideen tatsächlich dann umzusetzen und damit auch volkswirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir die letzten 100 Jahre in Deutschland so alles erfunden und gemacht haben, wie wir die Welt verändert haben, wie selbstverständlich viele von den Annehmlichkeiten, die wir jeden Tag genießen können, über die Zeit geworden sind, dann wird auch klar, dass das nicht aufhört, dass wir nicht sagen können, wir hoffen, dass das alles so bleibt, sondern dass wir den Blick nach vorne richten müssen und sagen müssen, dann machen wir uns mal an die Arbeit, einige Dinge neu zu gestalten. Und tatsächlich, wir sind natürlich jetzt im Moment sehr stark von Corona und von den aktuellen Entwicklungen, die im Wochentakt unser Leben verändern, stark betroffen. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, wir sind immer noch recht am Anfang der 2020er Jahre. In 3 Wochen ist eigentlich das Jahr 21 auch schon wieder fast zu Ende. Und ich, Sie werden merken, wenn ich über die Zukunft rede, dann bemühe ich immer einen ganz interessanten Trick. Wir rechnen, wenn wir nach vorne gucken, nicht in Jahren, sondern eher in Wochen. Und das ist letztendlich ja nur eine andere Zeiteinheit, aber es macht manchmal die Dramatik notwendig oder bringt ein bisschen mehr Dramatik in die Diskussion, als wenn man in langen Jahren denkt. Und das Spannende ist nämlich, eine Woche können wir uns ganz gut vorstellen. Wir haben heute Mitte der Woche, eigentlich schon sind wir schon in der zweiten Hälfte der Woche wieder angekommen, so schnell geht das. Und wenn man mal überlegt, wir haben so knappe 400 Wochen bis zum Jahre 2030, also bis zum Jahrzehntewechsel. Und in dieser Zeit wird sich, und darüber möchte ich heute eigentlich berichten, enorm viel verändern in der Art, wie wir uns bewegen, wie wir Arbeit verstehen, wie wir Dinge produzieren, wie wir mit Energie umgehen. Aber eben auch gesellschaftliche Themen wie ein stark einsetzender demografischer Wandel, einschließlich eines Fachkräftemangels, nicht nur in Deutschland, sondern in zahlreichen Staaten dieser Welt. Und natürlich einer neuen Technologie oder beziehungsweise einer jetzt Erweiterung der Digitalisierung namens künstliche Intelligenz, die viele Dinge komplett verändert, wie wir sie bisher verstanden haben. Und das Spannende ist, wenn man nun mit Menschen spricht und man spricht darüber, wann werden wir Roboter sehen? Und man sagt, naja, vielleicht in 5 Jahren, dann sagen viele Leute, oh, ist ja noch unglaublich weit weg. Wenn man aber sagt, in 260 Wochen spätestens werden Roboter so normal sein, dass fast jeder Mensch seine Pakete, die er bei Zalando oder bei Amazon oder wo auch immer bestellt hat, von einem Roboter oder einer Maschine in die Hand gedrückt bekommt. Man sagt, das ist in 260 Wochen der Fall, ab nächsten Montag dann in 259 Wochen, dann wird die Dramatik ein bisschen größer. Und das beginnt, und ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern mich schon kennen, aber ich werde kurz eine Einführung machen, wie Zukunftsforschung eigentlich funktioniert, denn das Ganze hat nichts zu tun mit Glaskugelleserei oder mit irgendwelchen wilden Ideen, die man sich einfach ausdenkt, sondern ich habe Future Matters gegründet, aus einer Notwendigkeit heraus, die ich schon recht früh erkannt habe, nämlich viele Unternehmen arbeiten auch sehr stark im Hier und Jetzt. Sie kennen die Vergangenheit, die letzten Jahre eigentlich ganz gut. Man kann da sehr gut Kennzahlen aus den vergangenen Jahren nehmen und daraus Trends ableiten. Also geht es nach oben oder nach unten. Aber das wirklich Spannende, und darum geht es heute, sind
Umbrüche, die in der Zukunft stattfinden. Wir nennen diese Umbrüche sehr gerne Tipping Points, also die Punkte, an denen ein Durchbruch oder eine neue Technologie einen Umbruch erzeugt. Und meistens passiert das auf einer sehr logischen Basis. Denn Umbrüche, gerade wenn es um Technologien oder neue Geschäftsmodelle geht, die kann man nicht erzwingen, dass Leute sie lieben oder annehmen, sondern sie müssen einen Sinn ergeben. Wir Menschen haben irgendwann angefangen, schon vor Tausenden von Jahren, uns nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, unser Leben schöner, angenehmer, sicherer, komfortabler zu machen. Und wenn Sie jetzt vor 5000 Jahren gelebt hätten, das war keine unbedingt wunderbare Zeit. Also man hat in einer kalten Höhle wahrscheinlich gelebt, hatte noch kein elektrisches Licht, keine Heizung, keine Fensterscheiben, keine Kommunikation. Man hat gefroren, man wusste nicht, ob man den Winter überlebt mit der Sippe, mit der man zusammen war, oder ob ein Bär vorbeikommt oder eine andere Sippe vorbeikommt und einen umlegt. Und wahrscheinlich gab es Leute, die ersten Erfinderinnen und Erfinder, die sagten, wir geben uns nicht zufrieden mit diesem Status quo, sondern wir erfinden jetzt mal Möglichkeiten und wir suchen nach Möglichkeiten, nach einer Innovation unseres Lebens, unser Leben besser zu machen. Das waren zuerst ganz einfache Werkzeuge. Ein Steinbeil, das uns ermöglichte, einige Dinge einfach schneller herzustellen. Also man kann einen Holzverschlag oder einen Baum wesentlich schneller fällen, wenn man ein Beil hat. Zuerst Steinbeil war nicht so gut, dann haben wir irgendwie gesehen, man kann aus Eisenerzen und ein bisschen Feuer kann man was herstellen, also Metallformen, und man hat gesehen, das geht. Und diese Werkzeuge, die wir geschaffen haben, also vom Rad über das Beil, nachher irgendwie die beweglichen Lettern von Gutenberg, die Dampfmaschine, das Internet, die Elektrizität, das waren alles Dinge, die ein Angebot waren für Menschen, die sagten, schaut euch das an, ob das besser ist als das, was ihr früher kanntet, ob das euer Leben besser macht. Und genau darum geht es bei Innovation. Viele heutzutage haben sogar Angst in der Bevölkerung vor Innovation und sagen bei dem Wort Roboter, oh Gott, nee, bitte nicht. Oder künstliche Intelligenz, oh, ganz gefährlich, will ich nicht. Es wird sich nur durchsetzen, wenn insgesamt die Ökonomie stimmt, also dieses neue Werkzeug uns ein besseres Leben ermöglicht, und wenn Menschen und Unternehmen sagen, damit können wir viele Probleme, die wir vorher hatten, einfacher lösen. Und Unternehmen tendieren dazu, leider die Chancen, die in den kommenden 10 Jahren oder ja, sagen wir jetzt einfach nochmal in den 30er Jahren auf sie zukommen, zu unterschätzen. Das ist ein typisch menschliches Phänomen. Wir Menschen tendieren häufig dazu, zu überschätzen, was man in einem kurzen Zeitraum machen kann. Das ist so, wenn man sich am Sonntagabend oder Montagmorgen ausdenkt, was man die Woche alles erreichen möchte oder alles tun möchte. Und dann sieht man, hat man sich ein bisschen viel zu viel vorgenommen und man schafft einige Sachen doch nicht. Aber wer von uns hat schon einen Plan, wo wir in 5 oder in 10 Jahren sein können? Und darum geht es Future Matters. Wir verfolgen, also das ist die Firma, die ich schon mit 22 gegründet habe, und die Unternehmen dabei hilft, die disruptiven Opportunitäten, wie wir sie nennen, also die Tipping Points und die Umbrüche, etwas früher zu erkennen, zu plausibilisieren, zu qualifizieren und zu quantifizieren, also zu überlegen, wann können die kommen, in welcher Dynamik kommen die, und ja auch einen Zeitpunkt zu bestimmen, an dem die da sind. Die zweite Geschichte, die sehr wichtig ist zum Verständnis über das, was wir heute reden, und einiges wird Ihnen recht utopisch vorkommen, ist, dass wir haben 2 verschiedene Arten von Innovationen. Wir haben einmal inkrementelle Innovation, das heißt also, wir nehmen etwas Bestehendes und machen es ein bisschen besser. Wir nehmen einen Verbrennungsmotor, schauen uns den an und sagen, boah, da können wir noch 2-3% mehr Wirkungsgrad rauskriegen, oder wir können da 2-3% mehr Leistung rauskriegen, oder wir können den noch 2-3% günstiger oder leichter machen. Und dann macht man sich an die Arbeit und findet natürlich diese Dinge. Und dann gibt es natürlich diese andere Form der Innovation, und die nennen wir die disruptive Innovation, wo man einfach sagt, okay, also man schaut sich das
die Technologie an, die man dort hat und sagt, wofür ist sie eigentlich da? Und wenn man sagt, okay, es geht darum, Menschen oder Güter in einer Stadt von A nach B zu bewegen und natürlich braucht man eine Maschine, die das machen kann. Und dann fragt man sich, okay, machen wir das durch die Verbrennung von flüssigen Kohlenwasserstoffen, die wir irgendwo anders aus der Erde holen und die dann Klimawandel verursachen? Oder können wir das nicht auf eine andere Art und Weise günstiger, besser und effizienter machen? Und dann kommt man eben auf was Disruptives und sagt, okay, anstatt durch das Verbrennen von Kohlenwasserstoffen machen wir das dann einfach über elektromagnetische Dinge in einem Elektromotor mit einer Batterie. Natürlich müssen da jede Menge andere Dinge noch dazukommen, dass wir Batterietechnologien oder Energiespeicher entwickeln, die das machen können. Aber diese großen Umbrüche, die sind sehr interessant. Letzter Punkt, bevor ich anfange, über die Zukunft tatsächlich zu reden, ist die Beschreibung, was so ein Tipping Point eigentlich ausmacht und warum es so wichtig ist, sich ab und zu mal die Zeit zu nehmen, einen Umbruch im Vorhinein zu bestimmen, anstatt darauf zu warten, bis er dann da ist und dann hinterher zu laufen. Und diejenigen, die mich schon mal gehört haben, die können sich jetzt ihr Popcorn holen, die wissen, was jetzt kommt. Es geht nämlich darum, dass man am besten beschreiben kann, worum es eigentlich geht bei der Zukunftsforschung mit einem ganz simplen Experiment, nämlich dem Machen oder dem Herstellen von Popcorn. Nehmen wir an, es ist Freitagabend, also übermorgen. Sie laden ein paar Bekannte ein und sie sagen, wir gucken gemeinsam um 20 Uhr ein Fußballspiel. Und vorher, so 5 vor 8, sagen sie zu den Leuten, ach, wisst ihr was, bevor das anfängt, wir machen uns Popcorn. Dann kommt man mit in die Küche und wir machen das auf die gute alte Art und Weise. Wir nehmen einen Topf mit ein bisschen Öl oder Pflanzenöl auf dem Boden, auf dem Topfboden. Nehmen eine Handvoll Popcorn-Maiskörner, schmeißen die rein und fragen dann in die Runde, so, machen wir doch mal eine kleine Zukunftsprognose. Also einmal möchte ich wissen, wie das Fußballspiel ausgeht. Schwer zu vorauszusagen. Und die zweite Zukunftsprognose, wie lange wird denn das dauern, bis das Popcorn fertig ist? Nun, beim Fußball ist das schwierig, weil das sind ganz, ganz viele Dinge, die man nicht richtig physikalisch kalkulieren kann. Ein nicht vorhersagbares System. Einige werden mir widersprechen, aber es ist wohl tatsächlich so. Aber beim Popcorn ist es ein bisschen anders, weil man kann natürlich jetzt versuchen, entweder zu raten oder aus der Erfahrung zu sagen, wie lange es dauert. Aber selbst wenn jemand dabei ist, der noch nie in seinem Leben Popcorn gemacht hat, ist in der Lage, durch die Analyse des Systems, was dort passiert, und vielleicht auch in der Lage zu sein, ein Systemverständnis zu entwickeln, diesen Zeitpunkt ganz gut vorauszusagen. Das machen aber gar nicht viele, weil man schaltet jetzt die Herdplatte an, der Topf wird wärmer, das kleine rote Licht auf dem Ceranfeld zeigt an, Achtung, nicht mehr anfassen, die Platte, die ist jetzt heiß. Und einige, die sagen dann schon nach wenigen Sekunden, nachdem dieses kleine rote Licht angegangen ist, ui, ich glaube, es geht schon los, ich habe schon was gehört. Man hat nämlich ein Geräusch gehört, dass ein Wassertropfen, der noch unter dem Topfboden war, zwischen Ceranfeld und Topfboden einmal so dunk gemacht hat. Ist aber noch kein Popcorn. War eine Fehlprognose. Viel zu früh. Dauert eine Minute geht durch, 2 Minuten gehen durch, 2,5 Minuten gehen durch und immer noch kein Popcorn. Immer noch schwimmen diese kleinen Maiskörner in diesem Öl rum und warten darauf zu poppen. Und es gibt dann andere, die sagen, oh, weißt du was, das Fußballspiel beginnt in 2 Minuten, weißt du was, ich glaube, das wird nichts mehr. Also das heißt, die machen lineare Prognose, letzten 2 Minuten kein Popcorn, also in den nächsten 2 Wochen, 2 Minuten auch kein. Aber diejenigen, die schlau sind, die nutzen eine Technologie, die wir eigentlich erst seit ungefähr 800 Wochen in unserem Leben haben. Also noch gar keine lange Zeit. Und meine, für die meisten Zuhörenden, vor allem die jüngeren Leute, denken, die kennen die Zeit gar nicht ohne ein Smartphone. Aber das ist ein Gerät, das uns eigentlich zu Cyborgs macht. Also zu Wesen, die höhere Fähigkeiten haben als ihnen als die reinen physischen Fähigkeiten unseres Körpers oder die mentalen Fähigkeiten, die wir in unserem Kopf haben. Weil wir haben damit eine Verbindung in die Welt der Wissenschaft, in die Welt derer, die irgendwann mal in ihrem Leben Popcorn gemacht haben und zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag darüber gemacht haben, was da eigentlich passiert. Und wir haben jederzeit Zugriff darauf,
diese Informationen abzurufen, sogar umsonst. Das ist auch etwas, was wir heute für normal halten. Aber wenn man vor 50 Jahren jemand gesagt hätte, du kannst das Wissen der Welt, egal was irgendwo mal erforscht oder beschrieben wurde, googeln und innerhalb von wenigen Sekunden bekommen, um dein Wissen zu erweitern, das war unglaublich. So, und wenn man das tut, dann sieht man, also man kann Popcorn googeln, kriegt den Wikipedia-Eintrag und sieht, aha, Popcorn poppt bei 180 Grad. Man sieht sogar, warum es poppt, weil dieses heiße Öl wird heißer als Wasser, erzeugt also wesentlich mehr als 100 Grad. Das Öl wird 180 Grad heiß, bevor es anfängt, so langsam zu dampfen und zu rauchen. Und die Hitze dringt in den Kern des Popcorn-Maiskorns vor und dort ist noch etwas Wasser, das den Keim umgibt. Und dieses Wasser fängt an zu kochen, zu verdampfen und dieser Dampf erzeugt Druck und irgendwann ist der Berstdruck erreicht und das Popcorn explodiert. Und man sagt, es dauert so ungefähr, ja, also 180 Grad, je nach Temperatur des Herdes, dauert es so 2,5 bis 3 Minuten. Und man kann, wenn man ein Thermometer hat, den Trend, der darauf hindeutet, wann der Tipping Point kommt, auch ganz gut vorausberechnen, weil man sagt, okay, also bis 180 Grad, im Moment erhöht sich die Temperatur um 1 Grad pro Sekunde, dauert es jetzt noch 30 Sekunden und dann wird es losgehen. Und das stimmt auch. Also man kann einen Zeitpunkt in der Zukunft relativ gut bestimmen, wenn man weiß, wie das System funktioniert. Nur wenn dann der erste Popcorn poppt, und viele von Ihnen werden das kennen, dauert es dann nochmal 2,5 Minuten, bis der nächste Popcorn poppt. Nee, das geht pop, 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 und dann innerhalb von wenigen Sekunden poppen alle. Und genau das ist das Phänomen, was eben viele Leute so überrascht, wie schnell sich dann Innovationen tatsächlich durchsetzen, weil wir haben es mit exponentiellem Wachstum zu tun. Sobald wir einen Tipping Point oder eine Schwelle erreicht haben, die das Ganze macht. Und das ist das, was viele Unternehmen leider heute nicht richtig verstehen. Wir verdienen unser Geld damit, aber viele verstehen das nicht, dass sie nicht so lange warten können, bis der Trend da ist und dem hinterherlaufen, sondern man muss antizipieren, wann ist der Umbruch, man muss Teil dieses Umbruchs sein und dann tatsächlich diesen Upside tatsächlich mitmachen. So, genug der Vorrede. Was erwartet uns in den 2020er Jahren? Heute werde ich verstärkt über Robotik und autonome Systeme sprechen, aber ich muss kurz erklären, in welchem Zusammenhang die stehen. Viele reden ja im Moment von Digitalisierung als einen wichtigen Megatrend und wir machen uns Sorgen darüber, haben wir genügend Datenanbindung und haben wir 5G überall und wie stark wird die Digitalisierung unsere Industrie verändern? Und ich würde mal sagen, eigentlich ist Digitalisierung als Trend gar nicht mehr richtig aktuell, denn wir haben fast alle Systeme von analogen Systemen, die früher mal analog waren, also von einem simplen Fahrplan an einer Bushaltestelle, wo wir jetzt ein Display haben, was digital anzeigt, wann der nächste Bus kommt und wie lange das noch dauert und ob er Verspätung hat, bis hin zu allen Medienformen, die wir haben, sind digitalisiert. Und insofern ist das gar kein Trend. Der Trend, der jetzt einsetzt, ist, dass wir lernfähige Systeme haben. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt. Denn, und das ist viel größer als der Trend der Digitalisierung. Denn bislang hatten wir Systeme, die wir Menschen gebaut haben, wo wir Menschen lernen mussten, wie wir mit diesem Werkzeug oder diesem System umgehen können. Egal, was man sich in der Vergangenheit gekauft hat, man musste erstmal begreifen, was haben sich die Ingenieurinnen und Ingenieure dabei gedacht, wie ist dieses Gerät oder dieses System zu bedienen. Das ging los mit irgendwie ganz simplen Dingen wie im Fernseher, dass man erstmal lernen musste, wie ist die Menüstruktur über Küchengeräte bis hin zu einem Computer, der uns im Moment alle verbindet. Wir alle mussten erstmal lernen, wie funktioniert dieses System. Und diese Systeme hatten Bedienlogiken. Also wir mussten dann irgendwann gewisse Knöpfe drücken, wir mussten irgendwas bestätigen und wir mussten als Menschen die Intelligenz aufwenden, um mit diesen Systemen und Werkzeugen produktiv arbeiten zu können. Was ändert sich nun? Mit der künstlichen Intelligenz, also mit einer Programmierlogik, die in der Lage ist, etwas zu tun, was eigentlich eine Domäne von uns Menschen war, nämlich lernen zu können, verändert sich unsere Welt in den 2020er Jahren dramatisch. Und man muss sich das wirklich mal so vorstellen, wir Menschen
kommen ja auf die Welt als Säugling ohne eine große also wir haben Software in unseren Zellen, wir haben eine DNA, die uns die dem Körper ermöglicht, also eigentlich ja schon ab dem ersten Tag der Entstehung, also eine Eizelle und eine Samenzelle, die wissen, wie sie sich teilen müssen, dass am Ende ein Säugling nach 9 Monaten im Krankenhaus auf die Welt kommt. Aber wir haben eigentlich relativ wenig Verständnis für irgendwelche komplexen Dinge. Wir können gerade so ein bisschen laut Äußerung machen, dass wir vielleicht dahin kommen, irgendjemanden davon zu überzeugen, uns Futter zu geben oder Wärme oder irgendetwas. Aber wir haben noch keine Vorprogrammierung, die unseren Beruf ermöglicht, die uns ermöglicht, uns im Leben wirklich so zu orientieren, wie wir das bräuchten. Und das unterscheidet uns von zahlreichen anderen Lebewesen. Wenn ein Vogel aus dem Ei schlüpft in einem Nest, dann ist in seiner DNA eigentlich schon vorprogrammiert, was dieser Vogel wissen muss, um seinen kompletten Lebenszyklus zu bestreiten. Also er muss ja nicht zur Flugschule gehen, um erstmal das Fliegen zu lernen. Dieser Vogel muss auch nicht eine Bauanleitung studieren, wie man, wenn man sich dann gepaart hat mit einem anderen Vogel und man ein Nest bauen muss, wo man eine geeignete Astgabel findet, die sicher ist vor Katzen, die beim Sturm nicht runterfällt, und wie man ohne Hände, also nur mit einem Schnabel, die geeigneten Äste, Blätter und Materialien findet, um daraus ein Nest zu bauen, um dann die Eier da wieder abzulegen und den Zyklus von vorne wieder zu fahren. Nein, wir müssen zur Schule gehen. Vorher müssen wir anfangen zu lernen, wie man läuft, wie man spricht, wie man die verschiedenen Laute, die auf unser Trommelfell treffen, interpretiert und imitiert nachher, damit man lernt zu sprechen und sich zu artikulieren. Wir lernen Schreiben, wir lernen Mathematik, wir lernen Physik, wir lernen eine andere Sprache. Aber all das können wir nur machen, weil wir lernen können. Und das hat bislang gefehlt in unserer Welt. Wir hatten lauter Maschinen, die konnten viele tolle Dinge machen, aber sie konnten sie nicht alleine machen, nicht autonom. Wir kennen seit über 100 Jahren Autos, Automobile. Und der Name ist eigentlich ganz ein bisschen irreführend, weil Automobil, wenn man das mal zusammen oder auseinander nimmt, dann heißt es ja eigentlich, man könnte automatisch mobil sein, wenn das Auto für automatisch stehen würde. Aber es brauchte nach wie vor eine Fahrerin oder einen Fahrer, die oder der einen Führerschein bestanden hat, um dann dieses Auto in der Spur zu halten, die Verkehrsregeln zu kennen und die umzusetzen in verschiedene, also man hat ja Aktuatorik, wir haben Aktuatorik, das heißt, wir haben einen Fuß, der in der Lage ist, durch verschiedene Muskelgruppen das Gaspedal entweder tiefer zu drücken oder höher zu bringen oder den Fuß zu wechseln und aufs Bremspedal zu gehen, oder wir haben Sensorik, also unsere Augen, die sehen, da steht einer vor mir, ich muss jetzt bremsen, wir haben akustische Signale, die uns sagen, irgendwas klappert da hinten. Oder ich höre einen Krankenwagen von hinten kommen oder sowas. Also wir brauchten ein komplex denkendes und lernendes System, um ein Automobil zu bauen. Und Sie werden ahnen, worauf ich hinaus möchte. Wir kommen jetzt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit an einen Punkt, wo wir Systeme haben, die selber lernen können. Und mit der Robotik war das bislang ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns immer davon abgehalten hat, wirklich gute Robotik zu bauen, die wir vielleicht aus Science-Fiction-Filmen schon seit Jahrzehnten kennen. Also Maschinen, die in menschlichen Umfeldern in Interaktion mit anderen Menschen tatsächlich funktionieren und interagieren können. Und das Problem war, man konnte niemals genügend statische Programmierung in einen Roboter hineinbringen, oder so komplexe Systeme programmieren mit einer statischen oder einer Batch-Programmierung, also if, then, else, also mit einer normalen Programmiersprache, um einen Roboter tatsächlich so schlau zu machen, dass er sich in einer, in den verschiedenen menschlichen Umgebungen bewegen konnte. Daher hatten wir bislang, wenn wir von Robotik sprechen, eigentlich nur die erste Generation von Roboter. Sie alle kennen Industriehallen, die voll sind mit solchen KUKA-Robotern oder Mitsubishi baut die mittlerweile auch. Es gibt verschiedene Hersteller, die Industrieroboter bauen, die
durchaus in der Lage sind, sehr effizient Massenprodukte herzustellen. In Autofabriken sehen Sie, wie Schweißpunkte gesetzt werden, aber immer an der gleichen Stelle, wie ein anderer Roboter die Räder montiert, also ein Rad aufsteckt, die ganzen Radmuttern da reintut und die mit dem richtigen Drehmoment anzieht. Aber diese Roboter, die sind nicht in der Lage, selber zu lernen, weil sie noch keine künstliche Intelligenz haben. Und diese Roboter sind auch sehr stark von uns Menschen getrennt. In der Regel stehen solche Kuckuckroboter in Käfigen, das heißt also drumherum sind Absperrungen und da ist eine Tür drin, eine Wartungstür. Wenn man die aufmacht, dann geht der Roboter sofort aus in die Notabschaltung. Das kleine rote Licht geht oben an. Achtung, jetzt ist ein Mensch dem zu nahe gekommen, weil diese Dinger, die können, wenn man nicht aufpasst, einem dadurch, dass sie so unglaublich viel Kraft haben, natürlich schon sehr schaden. Durch die künstliche Intelligenz, und ich muss kurz ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert, verändert sich das. Künstliche Intelligenz, und ich mache es so simpel, wie ich irgendwie kann, und wahrscheinlich wird die eine oder der andere im Publikum sagen, der Thomsen, der erklärt das viel zu simpel. Die künstliche Intelligenz macht etwas, was oder hat sich etwas abgeschaut von uns Menschen, wie wir tatsächlich lernen. Und wir lernen über sogenannte Mustererkennung. In der künstlichen Intelligenz spricht man sehr häufig von sogenannter Pattern Recognition. Also man eine künstliche Intelligenz sucht nach wiederkehrenden Mustern und kann die anwenden. Und im Grunde genommen ist das abgekupfert von uns Menschen. Also nochmal zurück zu uns als Säugling. Irgendwann merken wir, dass die Person, die mit uns spricht, uns irgendwelche Töne entgegenbringt und die klingen immer gleich und die ergeben ein Wort und die geben einen Sinn. Und wenn die Mama oder der Papa sagt, keine Ahnung, ja, willst du Mam Mam machen, dann gibt es was zu essen. Und dann irgendwann fangen wir an, das zu imitieren. Also wir merken, einige Wörter haben ein immer wiederkehrendes Muster und machen das. Beim Lernen ist es genau das Gleiche. Wenn wir Autofahren lernen und wir haben mit 18 unseren Führerschein, dann haben wir gerade genügend Wissen, um alleine fahren zu dürfen. Aber wir werden über unser sensorisches System immer wieder an Situationen rankommen, wo wir sagen, das habe ich ja noch nie gesehen. Dann erkennen wir die Muster und können eine Entscheidung treffen. Und wir werden hinterher wissen, ob das eine richtige oder falsche Entscheidung war. Und dadurch lernen wir und werden eben bessere Autofahrerinnen oder Autofahrer. Genau das Gleiche nehmen zum Beispiel die Hersteller von selbstfahrenden Autos, und da sind wir beim ersten Roboter, als Grundlage, um Maschinen das selbstständige Fahren zu trainieren. So, und jetzt kommt die Einordnung. Wenn wir von Robotik sprechen, dann sollten wir unseren Kopf ein bisschen erweitern und nicht nur an einen humanoiden Roboter denken, den wir vielleicht irgendwann mal in iRobot oder in Terminator oder in einem dieser vielen Science-Fiction-Filme gesehen haben, sondern mal ganz klein anfangen. Ein selbstfahrendes Fahrzeug, also ein Automobil, das in der Lage ist, entweder Teile der ein Teil der Realität so gut abzubilden, dass man es selber fahren lassen kann. Und bei Fahrzeugen ist es so, im Moment funktionieren die meisten Autopiloten, wenn man das nur so nennen möchte. Tesla nennt es Autopilot, es gibt dann ganz viele andere Wörter dafür. In gewissen Umfeldern, zum Beispiel auf der Autobahn, recht gut, weil da gibt es nicht so viel Ablenkung. Da sind nicht normalerweise keine spielenden Kinder und normalerweise kein Querverkehr. Dann sind sie in der Lage, das Auto in der Spur zu halten, die Geschwindigkeit einzuregeln, nach hinten zu schauen, ob jemand im toten Winkel ist und es gegebenenfalls davor zu warnen, wenn wir darüber kommen. Verkehrsschilder zu lesen, das heißt also, hier ist wieder die optische Erkennung, eine Kamera sieht die ganze Zeit irgendwelche Pixel und merkt auf einmal, einige von diesen Pixeln, die bilden ein rundes Schild mit einem weißen, mit einem roten Rand und einem weißen Hintergrund, da steht eine Zahl drauf und diese Zahl bedeutet Geschwindigkeit, kann ich übersetzen, kann das Muster in irgendeiner Form umsetzen, in die Aktuatorik, entweder bremsen oder Gas geben oder steuern. Ein Automobil
Und in der Automobilwirtschaft wird derzeit sehr, 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 sehr stark darüber nachgedacht, wann kommt autonome Mobilität. Und das Spannende ist, es gibt dazu sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also ich kenne Hersteller, die sagen, vor 2038, also 2038, werden wir kein Fahrzeug sehen, das selbstständig durch eine Stadt fahren kann. Da sind noch lange hin. Und das Lustige ist, ich hatte gerade vorgestern eine solche Diskussion mit einem großen Unternehmen in Deutschland, wo mir einer der Verantwortlichen sagte, also Herr Thomsen, ich glaube nicht dran, dass wir in den 30er Jahren und wenn dann nur eben am Ende der 30er Jahre selbstfahrende Autos haben. Roboter auf Rädern. Da sagte ich, naja, also wir könnten ja morgen mal nach San Francisco fliegen und da gibt es eine Firma, die heißt Cruise, ist mittlerweile Teil von GM. Die bieten einen Dienst an, zwar im Moment nur erlaubt in dieser Stadt, also in San Francisco, zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Und da steigt man in einen elektrischen GM Bolt ein, der hat kein Steuerrad, man kann hinten einsteigen, es sitzt auch keine Fahrerin oder Fahrer da. Und das bringt einen von der Lombard Street zum, was weiß ich, Pier, was ist das, 39, irgendwas in San Francisco, ohne Fahrer. Das ist Level 5. Da ist zwar irgendwo noch eine Kamera, die vielleicht einen Livestream überträgt an ein Kontrollzentrum, wo jemand eingreifen könnte, aber theoretisch ist das ein Roboter, also ein Robotaxi, das in der Lage ist, Menschen in einer Stadt mit allen Fußgängern und kreuzenden Hunden, Katzen, Ampeln, Dingen, die in einer Stadt nun mal passieren, in der Nacht weniger als am Tag, weil da ist weniger los, tatsächlich fahren kann. Und da sehen wir die Diskrepanz. Also, wir haben auf der einen Seite ein System, das funktioniert jetzt, Dezember 2021, und einige glauben, das dauert noch bis 2038, bis wir sowas können. Und irgendwo dazwischen wird das passieren. Das wird aber viele Dinge verändern. Es wird tatsächlich nicht nur die Automobilindustrie verändern, sondern auch zum Beispiel die Logistik. Wenn wir schauen, wie groß die Industrie werden wird, die sich mit robotischen Systemen, also autonomen Systemen beschäftigt in der Zukunft, dann wagen wir die Prognose, dass diese Industrie ungefähr 2 bis 3 Mal größer werden könnte als die Automobilindustrie heute. Und wir reden von der globalen Automobilindustrie. Das ist schon eine große Menge, wenn man sich einfach mal so vorstellt, ein Daimler, ein BMW, ein VW, ein Toyota, ein Tesla, ein GM, ein Ford, ein Chrysler, Stellantis, wie heißen sie? Und jetzt haben wir eine Industrie, die so viel größer ist. Und das hat mit einigen Trends zu tun, die viel größer sind, als was wir im Moment haben. Nehmen wir mal das ganze Thema Logistik. Und da wird es anfangen. Also das heißt, wir denken immer, es müssen die selbstfahrenden Autos sein, die zuerst kommen. Nein, es wird eigentlich eine ganz einfache, also der Treiber derzeit ist die Logistik. Der Anteil von den Kosten, die entstehen um ein Paket oder ein Päckchen, also eine Sendung. Das kann auch einfach nur was ganz sehr Kleines sein, ein Brief oder ein kleiner Umschlag bis hin zu einem normal, so zum Paket, wo die Winterschuhe drin geliefert werden. Der Preis, den der Anteil von Löhnen oder von Personalkosten derzeit in der Logistikkette ausmacht, sind 53%. Das heißt, wenn man ein Paket verschickt und nehmen wir mal an, der Versender dieses Paketes zahlt für den Versand 2 Euro. Privat macht man ein bisschen mehr, aber Amazon oder Zalando haben Spezialtarife. Und ein beförderndes Unternehmen wie die DHL oder ein UPS oder Amazon hat mittlerweile eigene Paketauslieferungsdienstleister. Die geben 53% dieses Geldes dafür aus, dass man Menschen bezahlen muss, die in der zweiten Reihe parken, den Führerschein haben und dann hinten hingehen, ihr das Tor aufmachen zu ihrem Van, nach dem richtigen Paket suchen, das nehmen, irgendwo hingehen zu einer Klingel, gucken und dann wieder Mustererkennung. Also dafür müssen wir irgendwann mal lesen gelernt haben, dass man die richtigen Buchstabenkombinationen auf einem Klingelschild sehen kann, das matcht mit dem
mit dem, was auf dem Label steht, dort drauf drückt, wartet, ob man einen Summer hört. Das ist jetzt auditive Mustererkennung. Dann das Drücken, dann die richtigen Treppenstufen raufgehen und dann einem Menschen dieses Paket geben und gleichzeitig so eine Unterschrift auf einem elektronischen Gerät fordern. Und wenn wir mal zusammenrechnen, was wir dafür an Elektronik oder an Rechenleistung und an Aktuatorik brauchen, dann merkt man, in diesem Bereich werden wir zuerst die Robotik sehen. Und jetzt kommen die ersten sogenannten Last-Mile-Delivery-Bots. Vielleicht schon mal gehört von Starship, also einem kleinen Delivery-Bot, wo eigentlich so 3 oder 4 Einkaufstüten reinfahren, fährt auf dem Bürgersteig, fährt relativ langsam, Maximalgeschwindigkeit 6 Stundenkilometer, hat ein paar Sensoren, Ultrasonics nach vorne, hat eine Kamera, hat eventuell noch ein Radar oder ein Short-Range-Radar, aber kann sich eigentlich ganz gut bewegen und braucht natürlich jetzt keine Fahrerin oder keinen Fahrer. Und es kann diese 53%, die wir vorher für einen menschlichen Fahrer ausgegeben haben, sparen. Dann wird das, sobald es verfügbar ist und diese Technologie auch genehmigt ist von einem der Regulatoren, sobald das einmal zugelassen ist und der erste Mitbewerber das nimmt, für die anderen Mitbewerber notwendig sein, diese Technologie so schnell wie möglich einzuführen, weil niemand wird sich leisten können, 50% teurer als die Konkurrenz die gleiche Dienstleistung zu erbringen. Und wir rechnen damit, dass in 2023 spätestens große Teile der Package Delivery tatsächlich robotisch oder teilrobotisch geliefert werden. Das fängt an mit den Lieferrobotern und es geht durch die komplette Bank. Domino's Pizza zum Beispiel hat im Moment einen Feldversuch in über 20 Städten, wo die Pizza, die sie sich abends bestellen, nicht mehr mit einem Auto oder einem Moped oder einem Lastenfahrrad ausgeliefert werden, sondern von einem dieser autonomen Bots, autonomen Mobility-Bots, die den Pizzaofen sogar praktisch mit drin haben. Das heißt, sie können dort die Wärme konservieren. Es gibt im Moment sogar erste Unternehmen, die sagen, sie können die Delivery-Time so weit genau vorberechnen, dass der Backprozess der Pizza genau dann abgeschlossen ist, wenn das Ding vor Ihrem Haus steht. Dann kriegen Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone, Sie gehen runter und Sie holen die Pizza selber aus dem Ofen. Im Moment gibt es noch Concerns, dass man sich dabei verbrennen könnte, also macht man das noch anders. Aber es sind solche Dinge möglich. Starship ist eine Firma, die ist sie in Lettland oder in Litauen? Ich glaube in Lettland. Einer der Gründer von Skype hat die gegründet, ist eine Firma, die eben einen so kleinen Delivery-Bot derzeit baut. Derzeit sind 1200 von denen unterwegs, hauptsächlich auf Universitätscampussen. Ich weiß nicht, ob die in Karlsruhe auch schon mal so einer rumgefahren ist. Und die haben ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Die sagen, eine Delivery, also man kann diese Geräte nicht kaufen, sondern die werden nur zur Verfügung gestellt und man zahlt pro Delivery genau einen Dollar. Ein Euro, ein Schweizer Franken, ein Dollar ist ja sowieso alles das Gleiche. Und wenn man sich vorstellt, jetzt ist man irgendwann zu Hause von der Uni oder von der Arbeit und man will sich gerade was zu essen kochen und man merkt, man hat irgendwie eine wichtige Zutat nicht und man hat die Möglichkeit beim lokalen Edeka, Rewe oder Pennymarkt diese Zutat einfach zu bestellen, ohne dass man nochmal aus dem Haus muss und man zahlt dafür einen Euro. Würden wahrscheinlich viele Leute das machen. Und man kann sich sogar dann die schweren Sachen wie irgendwie ein paar Wasserflaschen oder eine Kiste Bier auch noch mitbringen lassen. Das kostet auch nicht mehr. Lohnt sich. Und diese Geräte kosten ein Starship. Wir haben mal die Bill of Materials gerechnet. Also das heißt, was tatsächlich drin ist an Batterien, an Elektromotoren, an Reifen, an Sensorik. Und wir kommen auf ungefähr einen Wert von irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Wir reden nicht von einem PKW wie jetzt einem Kleinwagen, der vielleicht 15.000 Euro kostet, sondern von einem Gerät, was in der Massenfertigung 1.000 oder 2.000 Euro kostet. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ein Supermarkt hat 5 von diesen Dingern und jedes von denen macht am Tag 20 Deliveries, dann hätten wir ein Return on Investment in 50 Tagen. Also das geht relativ schnell, wo man dann diese die Ökonomie praktisch reinmachen kann.
Wir werden aber autonome Systeme noch in anderen Bereichen sehen. Und Martin Simon hat eben auch schon davon gesprochen, Pflegeroboter und andere Systeme. Wir haben nämlich einen ganz interessanten Trend, der höchstwahrscheinlich diesen die Regulatorik sogar noch schneller erlauben lässt, diese Dinge nach vorne zu bringen. Nehmen wir mal Langstreckenlogistik. Ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, wie groß das Problem ist von Fachkräften oder Fahrerinnen und Fahrer für Lkw und Vans in Großbritannien. Aber es wird mehr und mehr so, dass wir durch den demografischen Wandel eher weniger als mehr Menschen haben, die tatsächlich Lust haben, jeden Tag Pakete auszufahren oder etwas zu machen. Und darum glauben wir, dass in der Logistik, also auch auf der Langstrecke und auch im Lkw-Bereich, selbstfahrende Systeme, die im sogenannten Hub-to-Hub-Verkehr fahren, also Strecken, die sehr gut zu definieren sind, wo auch keine großen Unfälle passieren können, wie eben Autobahnen und Landstraßen, sehr schnell automatisiert werden und dann höchstens noch die Fahrt bis zum Depot von Menschen gemacht wird und dann eben die Verteilung über autonome Roboter. Wir gehen davon aus, dass 2025 ungefähr 10% der Logistikkette roboterisiert ist und wir gehen davon aus, dass im Jahre 2030 mindestens 80% der Logistikkette, also menschliche Interventionen, wo ein Gut oder ein Paket oder eine Sendung oder eine Ware oder eine Bierkiste oder irgendetwas, die bislang noch von Menschen bewegt wird, vielleicht auch Menschen, die Gabelstapler fahren, automatisiert ist. Und das hat damit zu tun, dass der Preis dafür diesen Tipping Point erreicht, an dem es so viel günstiger ist. Es hat eben mit dem, wie ich eben schon sagte, demografischen Wandel zu tun. In den nächsten 10 Jahren gehen sehr, 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 sehr viele Menschen, die derzeit noch im Arbeitsleben sind, in Rente. Das ist die sogenannte letzte Baby-Boomer-Generation, also kinderreiche Familien, die vor der Erfindung der Antibabypille noch relativ viele kinderreiche Familien hatten und danach haben wir eigentlich einen Decline. Also wir haben derzeit einen Nettoabfluss des Arbeitsmarktes in fast allen Ländern. Indonesien nicht, aber in 70-80% aller Länder haben wir mehr Menschen, die jeden Tag in Rente gehen, als Menschen, die im Moment nachkommen und neue Jobs annehmen. Wir gehen sogar davon aus, nach unseren Projektionen, dass Mitte der 2020er Jahre wir bei 2:1 liegen in Deutschland. Also wenn man Einwanderung oder Zuwanderung ausklammert, dann würden jeden Tag im Jahre 2021 zweimal so viele Menschen in Rente gehen, wie in den Arbeitsmarkt neu eintreten. Und alleine das fordert uns, und darum bin ich so glücklich, dass wir beim VDI und auch an der Hochschule Karlsruhe Menschen haben, die Lust haben, neue Dinge zu erfinden, dass wir in diesem Markt, der nicht nur für Deutschland so interessant ist, sondern der wahrscheinlich einen neuen Weltmarkt darstellt, die Erfindungen und die Innovationen zu machen, die wir machen können in einem Markt, der enorm groß werden wird. Das wird auch Robotiksysteme hervorbringen, die uns im täglichen Leben helfen. Nicht nur in der Logistik, sondern in der Pflege, in der Sicherheit, im Handel, in der Produktion und in der Übernahme von Diensten, wofür wir wahrscheinlich einfach nicht mehr genügend Menschen finden. Darum ist mir das sehr wichtig zu betonen, diese ganze Diskussion, die wir hören, dass uns Roboter oder automatische oder autonome Systeme oder künstliche Intelligenz die Arbeit wegnehmen, ist insofern nur halb richtig, weil wir viele Dinge leider gar nicht anders machen können. In 10, 20 Jahren wird es sehr normal sein, dass viele pflegebedürftige Personen, die in ihrem eigenen Haushalt noch wohnen möchten, also die noch nicht eine Pflegestufe haben, wo es notwendig ist, dass man das in einem Heim macht, sondern wo man sagt, da müsste eigentlich mal ein- oder zweimal am Tag jemand vorbeikommen und schauen, dass die sich richtig ernähren und dass sie richtig aus dem Bett kommen oder dass sie geduscht werden oder gebadet werden oder dass man ihnen beim Toilettengang hilft. Das sind alles Dinge, die hören sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das sind Dinge, die kann man automatisieren und die werden durch Robotik so viel günstiger werden, als wenn wir versuchen,
das aus dem Arbeitsmarkt noch zu machen. Wir gehen sogar davon aus, dass Krankenkassen diese Roboter bezahlen werden, weil es deutlich günstiger ist, jemand einen Haushaltsroboter oder einen Pflegeroboter zur Verfügung zu stellen im täglichen Bedarf, als über die Bezahlung von menschlichen Pflegekräften. Und wo kommen wir hin? Wir gehen davon aus, dass ein humanoider Roboter, also ein Roboter, der menschenähnliche Gestalt hat, und für diejenigen, die vielleicht mal sehen wollen, wie sowas aussehen könnte, Tesla hat gerade vor ungefähr 6 Monaten auf dem Autonomy Day, oder war es der AI Day war es, also ihr Tag, wo sie über ihre künstliche Intelligenzstrategie gemacht haben, zum Schluss sozusagen als Sahnehäubchen den Tesla-Bot vorgestellt. Natürlich mit einem leichten Augenzwinkern zu sehen, weil wir wissen, Elon Musk, der denkt immer 3-4 Schritte voraus und ist manchmal auch nicht ganz akkurat in seinen Ankündigungen, aber meistens schafft er es doch irgendwann. Und er hat folgende Analogie gemacht und die fand ich sehr interessant. Er sagte, wir entwickeln derzeit einen Computer, der es einem Auto erlaubt, möglichst ohne Fahrerinnen oder Fahrer durch komplexe Verkehrssituationen zu gehen. Also sie machen das sogar nur mit Pure Vision, wie man das nennt. Also sie nehmen nur Kameras, weil die Philosophie dahinter ist, alles, was wir Menschen brauchen, um ein Fahrzeug zu steuern, ist wirklich 90% durch unsere Augen gesteuert. Dass wir Muster erkennen, dass wir in den Rückspiegel gucken. Und wenn man dann Kameras hat, die 360 Grad gucken können, dann müsste man eigentlich ein Auto genauso gut durch eine komplexe Situation steuern können wie dort. Sie nehmen neuronale Netze. Sie nehmen eine sehr interessante Strategie, wie sie dieses neuronale Netz trainieren. Sie nehmen nämlich ihre komplette Flotte von Fahrzeugen, die sogenannte Edge Cases aufzeichnet, also die Dinge, die unnormal sind oder wo man sagt, hups, was ist das jetzt? Nehmen die zusammen, lernen aus denen und bauen ein System, was für alle Fahrzeuge ihnen erlaubt, die unmöglichsten Situationen dann doch richtig zu interpretieren und zu fahren. Das nennen sie ihren Dojo-Computer. Und sie sagen, wenn wir das für unsere Autos machen und die können das auf einer Straße tun, die natürlich genau Regeln hat. Man weiß, man fährt auf der rechten Seite, jedenfalls hier bei uns. Man muss Schilder beachten, man muss das Regelwerk beachten, man muss andere Teilnehmer auf der Straße mit beachten und prognostizieren, wie die sich verhalten. Dann können wir das auch übertragen in ein System, das sich außerhalb von Straßen bewegt. Zum Beispiel in einer Wohnung, in einer Fabrik, in einem Haushalt oder in einem Pflegeheim oder wo auch immer und haben einen humanoiden Roboter vorgestellt. Im Moment nur als Konzept, sind ein paar PowerPoint-Folien, aber es ist sehr interessant, sich das mal anzuschauen, weil sie sagten, eigentlich, okay, woraus besteht der? Der besteht aus verschiedenen Materialien, die natürlich Aktuatoren haben, dass man diese verschiedenen Bewegungsapparate, die verschiedenen Gelenke, künstliche Muskeln so ansteuern können, dass sich ein solches Gerät auch eine Treppe rauf bewegen kann, dass man Hände hat, die verschiedene Sensoren haben, dass sie spüren können, was sie gerade anfassen, vielleicht sogar mit Temperatursensoren drin und Drucksensoren. Aber sie haben im Kern dieser Maschine diesen Full-Self-Driving-Computer, also ein System, das doppelt redundant mit einem neuronalen Netz die verschiedenen Perzeptionssignale, die Kameras und verschiedenen Sensoren bringen, in ein System übersetzen, dass sich das in menschlichen Kontexten bewegen kann. Und sie rechnen damit, dass sie schon Mitte der 2020er Jahre, und wie gesagt, das ist in ungefähr 200 Wochen, erste Prototypen zeigen können, wie das Ganze funktioniert. Und sie glauben, dass ein solches Gerät unter $20,000 kostet. Das haben sie zwar noch nicht offiziell gesagt, aber wir kennen einige Leute, die in diesem Umfeld arbeiten und sie sagen, es wird auf jeden Fall deutlich günstiger als jeder Tesla, den man derzeit kaufen kann. Und wenn man das mal hochrechnet, das hört sich jetzt viel an für so eine Maschine, aber auf der anderen Seite sind die ja extrem wertvoll. 20.000, wenn man das mal wenn man das abzinst und ein Leasingmodell daraus macht, dann sind das, ich vergleiche es mal mit dem Auto, ungefähr 200, 300 Euro im Monat und man hätte dafür eine Haushälterin oder einen Haushälter, nee, das ist jetzt die neutrale Form, also man hat ein Gerät, das unglaublich viele Aufgaben übernehmen kann, die normalerweise, wenn wir Menschen dafür anstellen würden, weitaus mehr als 200 oder 300 Euro im Monat kosten würden, zumal die 24/7 arbeiten können. Und jetzt kommt
das, was viele Leute bei der Robotik meiner Meinung nach noch unterbewerten. Und das ist der Wert, den diese Maschinen tatsächlich haben werden. Denn auch wenn ein Roboter vielleicht nur 80% aller Tätigkeiten machen kann, und wir würden das vergleichen mit dem, was wir aufwenden müssten, um dafür Menschen zu beschäftigen, dann merkt man, dass die wahrscheinlich die produktivsten und die, dass das Maschinen sind mit dem höchsten Return on Investment, das man kaufen kann. Ich mache einen kurzen Schritt zurück, weil viele Leute das ganze Thema Full Self-Driving und warum alle da so ein Riesen, warum einige da sagen, das wird ein Riesen, eine Riesenveränderung werden, nur mal eine ganz, ganz einfache Rechnung. Wenn man es schafft, wenn Tesla es schafft, wenn Daimler es schafft, wenn BMW es schafft, wer auch immer, ein Fahrzeug zu bauen, das Level 5 hat, also das heißt, sich in jeder Situation selber bewegen kann und man braucht keinen Fahrer mehr, dann machen wir mal eine ganz einfache Rechnung für ein Taxiunternehmen. Ein Taxiunternehmer und eine Taxiunternehmerin kauft sich für 50.000 ein Auto und will damit Geld verdienen. Also muss man also dieses Auto, damit man davon leben kann, muss gefahren werden und man kriegt einen Lohn oder man stellt eine Taxifahrerin oder einen Taxifahrer an, die, sagen wir mal, 50.000 im Jahr dafür bekommen, dieses Fahrzeug durch die Stadt zu bewegen und Leute von A nach B zu bringen. Und nehmen wir mal einen 5-Jahres-Zeitraum, dann kostet das Auto 50.000 plus die Wartung. Und nochmal 250.000 für den Menschen, der es fährt. Hätten wir ein Robotaxi, und wir machen es mal ganz einfach, und das würde 50.000 kosten, und es würde einen Aufpreis geben von 50.000 für ein Full-Self-Driving-System. Also bei Tesla kostet im Moment Full-Self-Driving 10.000 extra. Aber nehmen wir mal an, es kostet 50.000 extra. Dann würde dieses würde diese Maschine in 5 Jahren ohne den Einsatz eines Fahrers oder einer Fahrerin 250, also 250.000 verdienen können. Und das wäre eine super Geschichte, weil das Auto auf einmal kein Geld mehr kostet, sondern während wir schlafen oder während wir zu Hause sind, einfach Geld verdient. Und das Gleiche gilt für Robotik. Wenn wir hochrechnen, wie viele Jobs wir haben, die vielleicht mit sozialen, mit Nebenkosten 50.000 im Jahr kosten, also ein Paketauslieferer, kostet der DHL wahrscheinlich 50.000 im Jahr, je nachdem, wie hoch der Lohnbestandteil und Nebenkosten und Krankheit ist, aber kann nur an gewissen, also kann nur 8 Stunden am Tag oder 40 Stunden pro Woche arbeiten, während so eine solche Maschine 3 Schichten machen könnte und auch keine extra, also gar keine Bezahlung braucht für Sonntagsarbeit oder Nachtschichten oder irgendetwas. Das heißt, diese Maschinen rentieren sich, auch wenn sie 100.000, 200.000, 300.000 die Maschine kosten würden, könnte man sie produktiv machen, weil sie einfach verglichen mit einer menschlichen Arbeit das einfacher machen können. Der demografische Wandel wird uns auch sehr schnell dazu zwingen. Ich wohne in der Schweiz. Wenn ich sehe, es ist unheimlich schwer, hier Handwerker zu kriegen, in Deutschland wahrscheinlich auch, weil es immer weniger Leute gibt, die das wirklich machen wollen. Ist ja auch ein harter Job. Wir werden Überroboter haben, also über in der englischen Interpretation des deutschen Wortes, die eben nicht nur genau gleich sind wie ein Mensch, sondern die vielleicht die 10-fache Kraft haben wie ein Mensch. Das heißt, wenn es bislang eine Schwierigkeit ist, eine große Badewanne in den 3. Stock zu tragen, haben wir vielleicht einen Roboter, für den das kein Problem ist, diese 300 Kilo einfach zu tragen, vielleicht sogar schon mit Wasser drin, während man das sonst mit Menschen machen würde. Und ja, jedes Bauunternehmen wird solche Maschinen praktisch haben. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen verschiedene Disziplinen. Das eine ist die reine Mechanik. Wir brauchen Aktuatorik, wir brauchen Mechanik, dass wir Maschinen bauen, die gehen können. Wir bauen ja schon Maschinen, die sogar fliegen können. Also wenn man so einen Volocopter nimmt oder einen Lilium Jet, das ist letztendlich auch ein Flugroboter. Wir brauchen also tatsächlich Motoren, Geräte, mechanische Dinge, Präzision und Qualität.
die eine Maschine bauen können, die in der Lage ist, lange zu leben, in verschiedenen, also zu überleben, relativ wartungsarm zu funktionieren und die hochpräzise sind. Wir brauchen Sensorik und Perzeption. Das heißt, wir brauchen Systeme mit Kameras, wir brauchen künstliche Haut, wir brauchen Drucksensoren, wir brauchen Akkus, also Energiemanagement, um eine solche Maschine mit genügend Energie zu versorgen. Ich gehe davon aus, dass sie elektrisch ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein benzingetriebener Roboter oder ein dieselgetriebener Roboter das wird, sondern es wird elektrisch sein. Wir brauchen Software. Wir brauchen künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, nicht nur menschliche Signale und Töne und Befehle zu verstehen, weil wir werden mit diesen Robotern reden im Dialog. Also wir werden sagen, kannst du mir das bitte bringen? Nee, nicht das, sondern das andere. Und durch diesen Dialog wird das entstehen. Wir brauchen künstliche Intelligenz, dass dieser Roboter mit der Zeit immer schlauer wird und nachher mir sogar von den Augen ablesen können, wenn ich das da angucke, dann eher so wie eben ein Mensch, mit dem ich lange zusammen bin, sagt, du willst es haben, ne? Ja, okay, ich bringe es dir. Und wir brauchen Firmen, die diese Technologie entwickeln und bauen. Und meine feste Überzeugung ist, dass wenn wir jetzt nur unser Glück da drin suchen, dass wir hoffen, dass wir auch in 10 Jahren noch die gleichen Produkte und Fahrzeuge oder Dinge bauen können, wie wir das die letzten 30 Jahre gemacht haben, dann ist das viel weniger eine Perspektive, als tatsächlich nach vorne zu schauen und eine sich enorm dynamisch entwickelnde Industrie derzeit mitzugestalten. Ich hoffe, dass viele von Ihnen, ob als Ingenieurinnen oder Ingenieure oder Unternehmerinnen und Unternehmer, Investoren, Deutschland dabei helfen, diese Industrie nicht nur den Amerikanern und den Asiaten zu überlassen, sondern dass wir uns trauen, diese Sachen auch zu bauen. Wir haben genügend Ansätze. Aber es macht mich schon, verwundert mich schon, dass eine Firma wie Boston Dynamics, vielleicht schon mal gesehen, das sind diese Roboter, die so ähnlich aussehen, die haben mehrere. Einmal haben die so eine Art Hund, der hat 4 Beine, kann sich wunderbar orientieren, der kann überall durchlaufen. Jetzt fangen schon an, die ersten Feuerwehren diese einzusetzen oder Sicherheitsfirmen. Die bauen auch menschliche Roboter oder humanoide Roboter, die auf 2 Beinen gehen können. Die wurden für 0,8 Milliarden an Hyundai verkauft. Also die Firma Hyundai Motors, zu der auch Kia gehört, hat diese Firma aus den USA gekauft. Und ich frage mich, warum haben wir in Deutschland nicht das Potenzial gesehen und warum haben wir nicht gesagt, okay, wir kaufen diese Firma, wenn die so günstig ist, und eröffnen einen ganzen neuen Weltmarkt. Aber wir haben jede Menge Möglichkeiten. Was wir dazu noch brauchen, und das ist ganz wichtig, ist, dass wir, das habe ich am Anfang gesagt, nicht nur über Digitalisierung reden und uns darüber aufregen, dass wir irgendwo noch kein 5G haben oder wir noch Glasfaser irgendwo auf einem Dorf noch installieren müssen, sondern wir müssen eigentlich viel weiter denken und müssen uns überlegen, wie können wir Teile der menschlichen Arbeit, und nochmal, wir sollten keine Angst davor haben, dass uns diese Technologie die Arbeit wegnimmt, weil das war das gleiche Argument, als die Dampfmaschine vor 220 Jahren erfunden wurde und die Leute sagten, na, diese Maschine ist das Teufelswerk, die wird uns allen die Arbeit wegnehmen, wir wollen das nicht. Aber die Dampfmaschine hat elektrischen Strom ermöglicht, hat Mobilität ermöglicht, hat weltweiten Handel ermöglicht, hat eine komplette Industrie geschaffen und letztendlich ist die Automobilindustrie sogar eine Folgeerscheinung der Erfindung der Dampfmaschine. Wir müssen sehen, dass wir diese Sachen mitprägen. Wir werden kollaborative Roboter haben, also die mit Menschen interagieren. Und wir werden über Exoskeletons sogar die Möglichkeit haben, Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben oder querschnittsgelähmt sind, in die Lage zu versetzen, tatsächlich wieder mit dem eigenen Körper Dinge machen zu können, die man dachte, niemals tun zu können. Die Möglichkeiten sind so viel größer als das, was wir derzeit unter der Automobilwirtschaft verstehen. Und mich bitte nicht falsch verstehen. Automobile, ich liebe sie, ich finde das toll. Aber wir haben im Moment einen Fokus, der viel zu kurz denkt. Wir müssen Arbeit und menschliche Tätigkeiten alleine schon aufgrund des demografischen Wandels immer stärker automatisieren und autonomisieren. Das heißt also mit Maschinen das machen. Es ist ein unglaublich spannendes Feld. Und als Einstieg würde ich jedem und jeder empfehlen,
sich tatsächlich ein paar Videos anzugucken, YouTube. Nicht nur irgendwelche TikTok-Dinger über irgendwelche dummen Sachen, sondern sich mal in den AI-Day von Tesla reinziehen. Egal, ob man nun ein Tesla-Fan ist oder nicht, aber man kann in einer Stunde so unglaublich viel lernen von Leuten, die in der Lage sind, größer zu denken als das, was wir derzeit haben. Als das, was wir sind, die mit Konzepten spielen. Wie gehen wir damit um? Wie kriegen wir diese künstliche Intelligenz da rein? Wie schaffen wir Training Networks, also dieses Dojo-Netzwerk, von dem ich kurz sprach, wo wir Edge Cases oder Besonderheiten trainieren, damit wir da schneller über die an diese Punkte kommen, die halt nur einen winzig kleinen Teil der Wirklichkeit ausmachen, aber wo sich entscheidet, ob ein System einen Unfall baut oder nicht. Wir werden einen Mangel haben und das habe ich die letzten Male, wer meine Vorträge kennt, weiß, dass ich immer wieder darauf hinweisen muss. Wir können zwar die Rechenleistung innerhalb von kürzester Zeit, derzeit 1-2 Jahre verdoppeln wir die Rechenleistung auf der Welt, die Speicherleistung erhöhen, aber wir haben einen Faktor, der leider nicht exponentiell wächst und den wir nicht einfach durch eine neue Investition schnell ersetzen können. Und das ist der humane Faktor. Demografie ist enorm langsam. Und im Moment deutet alles darauf hin, dass die größte Knappheit, die wir in Deutschland haben, kein Rohstoff ist, nicht das Geld ist, sondern Kreativität und Talent. Also Menschen wie Sie, die im Moment am Bildschirm sitzen, die sich für die Zukunft interessieren, die etwas gelernt haben oder eine Basis haben, daran mitzuarbeiten, die einer Unternehmung dabei helfen können, diese Zukunft nicht nur Zuschauer zu sein, sondern mitzuprägen, zu gestalten, zu entwerfen, zu ingenieren. Und das ist die größte Knappheit, die wir überall haben. Es wird sogar so sein, dass wenn Sie sich in diesem Feld in den nächsten 2 oder 3 Jahren auch nur ein bisschen engagieren, dass Sie wahrscheinlich freie Auswahl haben, wie und wo und für wen Sie arbeiten wollen. Weil hier entsteht ein Markt, der, jetzt wiederhole ich mich vom Anfang, wahrscheinlich 2 bis 3 Mal größer wird als die Automobilindustrie heute. Und das innerhalb der nächsten 400 Wochen. Und die größte Knappheit, die wir tatsächlich haben, sind kreative Menschen, die auf der einen Seite genügend Fantasie haben, denken Sie an meine Mutter, die immer sagte, kommt, seid kreativ und denkt euch die Zukunft aus, wie ihr sie haben wollt und traut euch an etwas zu denken, was es noch nicht gibt. Und denken Sie an meinen Vater, der sagte, na gut, am Ende muss es jemand bauen können und das muss den Naturgesetzen entsprechen und das muss man in irgendeiner Form auch als Ingenieur dann von einer Idee in ein Produkt umsetzen können. Und das ist die größte Knappheit. Und darum freue ich mich, dass Sie mir heute so lange zugehört haben. Zusammengefasst habe ich eben alles. Ich glaube, dass Robotik eine ganz neue Bedeutung für uns bekommt, dass viele Leute das noch nicht begriffen haben, dass wir nicht von Science Fiction reden, sondern von der Realität heute im Jahr 2021, 22, 23. Und wir haben die unglaubliche Möglichkeit, den nächsten Schritt in der menschlichen Entwicklungsgeschichte, nämlich dass wir Werkzeuge machen, die uns in der Vergangenheit sehr erleichtert haben, unser Leben schöner zu machen, die jetzt in der Lage sind, zu lernen und dadurch autonom, also selbstlernend und interaktiv, kollaborativ mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir kommen in eine ganz neue Ära, wie wir mit Technologie umgehen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen, die, glaube ich, Martin Simon moderieren wird. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Lars Thomsen, für diesen weiten Blick in die Zukunft der Robotik. Ja, auch sehr schön, dass wir etwas gehört haben über das Potenzial für die Zukunft und auch die Ressourcenknappheit, die wir ja alle wissen, dass uns allen bewusst ist. Und ich glaube, dass gibt es wahrscheinlich viele Fragen jetzt von den Studierenden. Wir haben ja Studierende aus dem Bereich besonders Mechatronik und Fahrzeugtechnologie. Da waren viele Anknüpfpunkte dabei. Ja, dann würde ich Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen. So, da kommt etwas rein im Chat. Sie können aber auch gerne Ihre Fragen direkt stellen, ja, wenn Sie Ihr Mikro einschalten. Aber ich lese gerade vor. Ja, also schön, dass wir auch die
Schallwächterparty in Berlin, das gehört, glaube ich, hier nicht dazu. Was denken Sie über die Implantate von Gehirnchips, zum Beispiel Neuralink? Ja, spannend. Also ich gebe offen zu, dass ich schon ein Fan von Elon Musk bin. Jetzt nicht als Fanboy, weil ich einfach sage, oh toll, der ist so reich und hat so teure Aktien, sondern weil Musk tatsächlich eine Kunst beherrscht, die viele Leute gar nicht so richtig erkennen. Und das heißt First Level Reasoning. Also das heißt, er versucht ein Problem nicht auf der Basis des Bestehenden zu regeln, sondern guckt sich die Problematik oder die Herausforderung auf einer ganz fundamentalen Basis an und überlegt dann, kann man das anders lösen. Und Neuralink, was hier gerade besprochen wurde, also ein Gehirnchip, für diejenigen, die nicht wissen, was Neuralink ist, Elon Musk hat neben Tesla und SpaceX auch noch eine andere Firma, die sich tatsächlich damit beschäftigt, eine Verbindung zwischen verschiedenen Gehirnbereichen oder Synapsen oder Axiomen in unserem Gehirn auf einer elektronischen Art und Weise herzustellen, um eine Verbindung zwischen unserem Gehirn und einem Computernetzwerk zu machen. Wie weit ist er? Er hat einen Roboter gebaut, jetzt sind wir bei Roboter, der in der Lage ist, ungefähr 100, wenn ich mich richtig erinnere, kleine elektronische Verbindungen ins Gehirn derzeit zu setzen. Es werden in der Zukunft ein bisschen mehr. Und man kann damit Muster erkennen, wann so ein Axiom oder eine Synapse feuert und ein Signal aussendet, und kann das zukünftig manipulieren. Wie kann man das machen? Er hat das an Schweinen getestet, wo man sehen kann, wie die Abläufe sind, wenn ein Schwein auf einem Laufband tatsächlich seine Füße koordiniert, um nach vorne zu laufen. Und man kann, selbst wenn dieses Schwein jetzt, also Schwein ist ein lustiges Beispiel, aber wenn auf einen Menschen übertragen würde, meistens, wenn jemand querschnittsgelähmt ist, dann fehlt ja die Verbindung zwischen dem Gehirn, was eigentlich den Impuls gibt, einen Muskel anzuspannen oder eine Gehbewegung zu machen, und dem eigentlichen Muskel. Und seine Idee unter anderem ist tatsächlich, diese Signale aus dem Gehirn aufzunehmen, über eine andere Leitung zu machen und dann einem Menschen zu ermöglichen, zum Beispiel eine Muskelbewegung zu machen. Man kann aber noch weitergehen und kann tatsächlich psychologische Störungen eventuell unterdrücken, dass wenn man also Angstimpulse hat oder dass man, wenn man Epilepsien hat, dagegen steuert, und man könnte gegebenenfalls sogar Informationen in das Gehirn hineinbringen. Nun, Neuralink ist nicht die einzige Firma, die daran arbeitet, aber es gibt ja schon lange diese Ideen, dass wir sagen, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, unseren Körper oder unser Gehirn mit anderen elektronischen Geräten auf eine etwas interessantere Art und Weise zu verbringen, als wir das derzeit machen. Weil wenn wir auf dem Smartphone rumtippen, dann haben wir eine Bandbreite von wenigen Bit, während man vielleicht über eine solche Schnittstelle ein paar Kilobit oder Megabit oder vielleicht sogar Gigabit reinbekommt. Und das würde für das Lernen enorm viel bringen. So, und jetzt kommt die Verbindung. Neuralink könnte unter anderem eben auch uns helfen, eine direkte Verbindung aus dem, was unser Gehirn uns bringt oder an Impulsen gibt, das an eine Maschine weiterzugeben. Sie könnten also, wie Sie das in Science-Fiction-Filmen sehen, so ein Exoskeleton haben, also einen Roboter, den Sie umschnallen, und alleine durch das Denken den in eine gleiche Bewegung versetzen, als wenn Sie gewisse Muskelgruppen anspannen oder entspannen. Und ich bin nicht tief genug drin, um Ihnen jetzt eine konkrete Timeline zu geben, wann das der Fall sein wird. Aber es gibt mehr und mehr Anzeichen dafür, dass wir nicht nur im medizinischen Bereich diese Schnittstelle nutzen können, sondern mehr und mehr auch in der Kombination mit Robotik. Und das wird eine Verbindung sein. Ich meine, man braucht ja kein Kabel mehr. Wir können ja heute alles über Funk machen. Das wäre schon ganz gut. Und
Ich glaube aber, dass die zweite Komponente sehr wichtig ist, dass wir an Systemen arbeiten müssen, die menschliche Sprache und Dialoge, so wie wir derzeit ja, ich meine, Sie hören mir zu, ich höre Ihnen ein bisschen zu oder ich lese im Moment. Wir Menschen sind einfach sehr stark darauf geprägt, mit unserer Umwelt über Sprache und Gestik und eben so einen Dialog zu interagieren. Und je besser das eine robotische Einheit machen kann, desto einfacher werden wir sie akzeptieren können. Niemand möchte einen Roboter über eine Fernsteuerung steuern, sondern wir werden nachher Maschinen haben, die wir genauso instruieren können, wie wenn wir einen neuen Mitarbeiter oder unsere Kinder oder irgendetwas über einen Dialog versuchen. Bei den Kindern müssen wir sogar versuchen, die dazu irgendwas zu bringen. Ein Roboter wird einfach die Sachen ausführen. Also gute Frage mit dem Neuralink oder Neuralink. Ich glaube, über kurz oder lang, aber ich wage mir noch nicht zu sagen, dass wir das in den 2020er Jahren tatsächlich den Durchbruch schaffen, werden wir eine Verbindung haben in unser Gehirn. Und wir werden das nicht nur nutzen, um Muskeln zu steuern, sondern vielleicht sogar, wie wir das aus der Matrix kennen, schnell eine Sprache neu zu lernen oder uns selber zu heilen oder unserem Körper gewisse Signale zu geben, um unser Leben besser zu machen oder um Exoskeletten zu steuern. Eine wichtige Komponente, aber ich glaube, die 2020er Jahre werden durch autonome Systeme geprägt, die eher über Dialogsteuerung funktionieren. Ja. Ja, vielen Dank. Herr Navroth hat eine Frage. Möchten Sie sich direkt stellen, Herr Navroth? Dann einfach Mikro ein. Ich lese sie ja. Ich kann sie ja gerade auch. Ich kann sie ja sehen. Ja, also diese Frage ist natürlich, also ich lese sie ganz kurz, Herr Thomsen. Danke. Achso, ich könnte es jetzt vorlesen. Ich musste gerade ruhig sein. Hört man mich? Ja. Okay, also und zwar geht es einfach darum, dass Leute ja nicht immer eine Anstellung finden können danach. Es gibt ja viele Jobs, die jetzt derzeit ziemlich simpel sind und die man nicht einfach ersetzt. Also da kann man ja nicht irgendwelche anderen Jobs dafür erfinden. Ja. Und Handwerker brauchen ja auch irgendwie eine gewisse Grad an Ausbildung. Was passiert denn mit den Menschen? Was denken Sie, was mit den Menschen passiert, die danach keine Jobs finden werden? Ja, also die Frage ist absolut valide und vielen Dank, dass Sie gestellt haben, weil ich vielleicht gar nicht genug darauf eingegangen bin. Ja, mit dem Aufkommen der Robotik müssen wir eigentlich den Begriff Arbeit und was wir unter einem Job verstehen, in vielen Bereichen neu definieren. Und es hat natürlich viel größere Auswirkungen als nur die technische Machbarkeit, sondern es hat soziale und gesellschaftliche und psychologische Implikationen. Menschen brauchen eine Aufgabe und brauchen natürlich auch etwas, womit sie ihr Geld verdienen können, aber eben auch für die eigene, für Anerkennung oder für einen Wert, den man sich selber gibt, für das, was man leisten kann. Die Ökonomie dagegen klammert diese Dinge recht stark aus. Also wir haben ja schon sehr stark automatisiert in der Produktion, weil man einfach gesehen hat, durch den Einsatz von Maschinen kann man um den Faktor X schneller und besser und anders produzieren, als wenn wir Zehntausende von Menschen beschäftigen. Und das gab es in der Vergangenheit auch schon. Also mit jeder neuen technologischen Revolution, ob das die Dampfmaschine war oder der automatische Webstuhl oder das Internet letztendlich im weitesten Sinne, gab es Verschiebungen in der Arbeitswelt. Meistens auch mit starken sozialen Unruhen verbunden. Also es gab die Weberaufstände, wo viele Leute, die vorher ihren Tag damit verbracht haben, dieses Schiffchen mit der Spule und dem Faden immer wieder hin und her zu bringen zwischen diesem Webstuhl, um ein Stück Stoff herzustellen, wo sie sagten, das wollen wir weitermachen, das soll nicht eine Maschine machen. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir vielleicht einen Schritt zurückgehen sollten und sagen, viele der Tätigkeiten, die derzeit von Menschen ausgeführt werden, sind vielleicht nicht unbedingt
Also A, sind sie ja wirtschaftlich nicht produktiv oder wettbewerbsfähig gegen die Maschine. Und die Frage ist, ob wir wirklich auf dieser Welt sind als Menschen, um zwischen dem 15. oder 16. Lebensjahr und unserem 65. Lebensjahr jede Woche 40 Stunden irgendwie die gleichen Dinge zu machen und damit den Lohn zu verdienen, um unsere Wohnung zu bezahlen. Ich glaube, dass wir im Zuge dieser Roboterisierung nicht umhinkommen, ein ganz anderes Umverteilungssystem und Geldsystem zu etablieren. Stichwort Grundeinkommen, Stichwort Produktivitäts. Also wir brauchen eine Steuer, wo Produktivität besteuert wird oder Robotik wird seinen Teil auch dazu zahlen müssen. Ich hatte das in vorherigen Vorträgen schon mal gesagt. Eine der Herausforderungen ist, dass wir derzeit unser gesamtes Gesellschaftssystem damit finanzieren, dass Menschen, die arbeiten, einen Teil ihres erwirtschafteten Geldes, was sie verdienen, dem Staat geben, damit der, also über die Steuern, damit der die Infrastruktur, die Schulen, die Polizei und alle Investitionen machen kann, die uns als Gesellschaft dienen. Während ein Roboter, nehmen wir das jetzt einfach mal als direktes Beispiel, von der Steuer abgesetzt werden kann, von demjenigen, der den kauft und einsetzt. Und dadurch, dass dieser Roboter keinen Lohn bezieht, auch niemals einen Euro an den Staat abführen wird, weil der keine Lohnsteuer zahlt, keine Sozialabgaben, keine Rentenversicherung, keine Sozialversicherung und so weiter. Und das wird sich ändern müssen, weil wir müssen Produktivität besteuern und nicht menschliche Arbeit. Wir werden eine ganze Reihe von Menschen haben, die, wenn wir gesellschaftlich nicht die richtigen Schlüsse aus dieser Technologie und den Umstellungen, die wir gesellschaftlich machen müssen, wenn wir das gesellschaftlich nicht machen, dann kann es sein, dass es zu einer enormen Spaltung der Gesellschaft kommt. Das heißt, es wird Menschen geben, die nicht genügend Know-how und Kapital haben, diese Maschinen einzusetzen und damit Millionen von Menschen arbeitslos zu machen oder mittellos zu machen. Und was passiert, wenn man eine Gesellschaft hat, wo es wenige Reiche gibt, die unglaublich reich werden durch den Einsatz einer Technologie und enorm viele Menschen, die dem Ganzen nur zuschauen und sagen, ich bin Opfer? Darum müssen wir das Ganze tatsächlich regeln. Ich gebe aber zu bedenken, dies ist nicht nur ein deutsches Thema oder ein europäisches Thema, sondern diese Technologie, die kommt, ob wir das in Deutschland toll finden oder nicht toll finden, ob wir das lieben oder hassen, ob wir das haben wollen oder nicht haben wollen, das wird nicht die Frage sein. Wir müssen eigentlich, und ich hoffe da sehr auf die neue Bundesregierung auch, überlegen, wie wir mit diesen neuen Möglichkeiten produktiv umgehen, nicht nur produktiv im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch unsere Gesellschaft neu zu ordnen. Und der demografische Wandel, Sie sprachen in der Frage gerade von den Handwerkern. Ich kenne in Baden-Württemberg einige Handwerksbetriebe, die im Moment darüber nachdenken, ihren Betrieb zu schließen. Nicht, weil es ihnen an Aufträgen mangelt, sondern weil sie im Moment keine Auszubildenden oder Gesellen finden. Und sie sagen, wenn das Durchschnittsalter unserer Mitarbeitenden ist 58, wir können uns selber ausrechnen, wie lange wir noch da sind. Und die werden vielleicht sogar sich sehr schnell Roboter wünschen, weil sie sagen, wir haben viele Tätigkeiten, die sind immer wiederkehrende Routinen, also irgendwelche Sachen aus dem Auto holen und irgendwelche Kabel ziehen oder eine Mauersteine aufeinander setzen und Mörtel dazwischen machen, das würden wir lieber einer Maschine überlassen und wir machen die besseren Tätigkeiten, die Kreativität und der Innovativität oder Fantasie bedürfen, würden wir eher den Menschen geben. Also ich persönlich sehe diese Gefahr, aber ich sehe auch jede Menge Möglichkeiten, wie wir das lösen können. Und es ist nicht, die Lösung liegt nicht in einem Nein, wir lehnen das ab oder ja, wir wollen das auf jeden Fall, sondern in einer Modellierung eines neuen Verständnisses zum Thema Arbeit. Ja, wie wir sehen, vielfältige Herausforderungen, nicht nur technischer Art, sozialer, politischer Art. Jetzt eine Frage, die man vielleicht auch ganz schnell beantworten kann. Dem von Herrn Taibbi, dem autonomen Fahren stehen aktuell noch rechtliche Restriktionen im Wege. Was schätzen Sie, wann und unter welchen Rahmenbedingungen Level-5-Fahrzeuge im deutschen Straßenverkehr zugelassen werden können? Ich
Also danke für die Frage, die ist gut. Die holt uns auch jetzt gerade wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Level 5 steht für autonome Fahrzeuge ohne Lenkrad und ohne Pedale. Also tatsächlich die, in jeder Situation selbstständig fahren können. Und ja, auch denen werden Unfälle passieren. Also passieren hört sich jetzt komisch an, aber es gibt immer wieder Situationen, da wird selbst ein solches System in ein anderes System reinfahren oder es wird ein Schaden passieren. Und der Gesetzgeber oder die Regulatoren, die werden solche Systeme nur zulassen, wenn sie von der rein statistischen Wahrscheinlichkeit her deutlich weniger Fehler machen, als wenn man Menschen fahren lässt. Das Spannende ist, heute ist es für uns komisch, sich vorzustellen, dass ein automatisiertes System hier durchfahren könnte, kann und gegebenenfalls einen Unfall baut. In 20 Jahren wird es uns vielleicht komisch vorkommen, dass wir Menschen, die ab und zu mal müde sind oder nicht richtig mehr sehen können. Sie haben gesehen, ich habe meine Brille auch ein bisschen hochgenommen, weil meine Augen immer schlechter werden. Aber ich darf trotzdem ein Gerät mit 2 Tonnen, mit 200 Stundenkilometern und einer enormen kinetischen Energie durch die Straßen bewegen und zur Not auch, wenn ich 2 Bier getrunken habe, also sollte man nicht, aber sowas. Also im Moment, wenn man sich das in 20 Jahren vorstellt, dass wir sagten, das ist sicher. Und wenn Sie sich mal umgucken, Sie fahren irgendwann nach Hause und Sie gucken einfach die Menschen an, was sie nebenbei so machen, dann werden wahrscheinlich wir selber und unsere Kinder sowieso sagen, das ist ja Wahnsinn, dass ihr früher gesagt habt, ist egal. Also jeder, der mit 18 mal irgendwie einen Fahrausweis bekommen hat, der konnte sicher fahren. Und der Regulator wird natürlich sehr genau gucken und die Hersteller von autonomen Fahrsystemen, die müssen ja sehr genau nachweisen, wie viele Unfälle pro Millionen Kilometern sind die und sind groß, das zu machen. Und wahrscheinlich wird eine Genehmigung dann erfolgen, wenn tatsächlich die doppelt oder vielleicht sogar 10-mal weniger Unfälle machen als der durchschnittliche Fahrer oder die durchschnittliche Fahrerin. Es wird nach wie vor schwer sein für uns als Gesellschaft, das zu verkraften. Denn, und da ist so was Psychologisches, also ich wünsche das niemandem. Aber es kann natürlich sein, dass man mit dem Auto fährt und man fährt jemanden tot. Und das ist schrecklich für alle. Also für die Fahrerin, für den Fahrer, für die Angehörigen, für alles. Aber wir haben einen Mechanismus als Menschen, jemanden verzeihen zu können. Da kommt man vor Gericht, man macht eine Strafe, vielleicht sagt man fühlt sich wahnsinnig schlecht und man gibt für Jahre seinen Führerschein ab. Aber irgendwann haben die Leute einem verziehen, weil wir Menschen verzeihen Menschen. Bei einem robotischen System ist das sehr schwierig. Also man wird versuchen, wer ist schuld dran. Und aber die Haftung wird eine Versicherung übernehmen. Also das kann eine Allianz oder eine Zürich-Versicherung oder ich will jetzt irgendwie gar nicht irgendwelche Namen nennen. Das ist eine reine statistische Wahrscheinlichkeit, genauso wie ein Mensch einen Fehler macht und dann die Haftpflichtversicherung den Schaden übernimmt. Und es wird eben Fälle geben, wo einfach eine Kamera ausfällt, wo ein Vogelschiss auf der Linse ist und dadurch irgendetwas verdeckt oder vielleicht ein Softwarefehler tatsächlich da ist, der diesen Fehler gemacht hat. Aber rein rechtlich gibt es keinen Showstopper. Im Gegenteil, ich glaube, es wird eher so sein, dass die Versicherungsbeiträge für menschliche Fahrer wesentlich teurer sein werden, als wenn man sein Auto selber fahren lässt ab einem gewissen Punkt. Vielleicht noch eine letzte Frage, die in eine andere Richtung geht, von Frau Schulze. Brauchen wir tatsächlich humanoide Roboter, also die menschliche Gestalt? Das ist eine gute Frage, auch gerade zum Abschluss. Also ja, auf der einen Seite, humanoide Roboter haben den großen Vorteil, dass, also humanoid heißt ja in diesem Falle, sie sind menschenähnlich, weil sie sich in den Umgebungen von uns Menschen bewegen. Und unsere gesamte Welt ist ja um uns herum gebaut. Also wir als Menschen haben die Welt um uns herum gebaut. Das heißt, warum haben Treppenstufen irgendwie eine Höhe von 18,5 Zentimetern? Ich kenne das DIN-Maß nicht, weil es sich herausgestellt hat, dass Menschen einen solchen Hub eigentlich ganz gut schaffen. Also wird man Maschinen oder humanoide Maschinen bauen, die dann auch in der Lage sind, Treppen zu steigen, weil wir werden ja nicht die ganze Welt umbauen, nur weil wir jetzt Roboter in unseren Treppenhäusern sehen werden oder in unseren Wohnungen. Und genauso
Die Schränke in der Küche sind gerade so hoch, dass wenn wir unseren Arm nach oben recken, wir gerade noch die Teller oben in den Hochschrank reinbekommen. Insofern macht die humanoide Gestalt, also das heißt zwei Beine, zwei Arme, durchaus Sinn, weil man wahrscheinlich ein sehr versatiles Gerät bauen kann, das die verschiedensten Aufgaben machen kann. Es wird wahrscheinlich dann Spezialformen geben. Also nehmen wir an, es gibt ein großes Hotel, das hat 200 Zimmer und jeden Tag müssen da die Betten neu bezogen werden. Dann stellt sich vielleicht heraus, dass ein Roboter mit drei Armen viel besser geeignet ist, weil so ein Spannbettbezug kann man mit drei Armen wahrscheinlich besser aufspannen, als wenn man das mit zwei Armen macht. Aber Humanoide sind auch eben, und das war in der Frage ja impliziert, für uns Menschen wahrscheinlich ein bisschen weniger scary. Das heißt, man hat wahrscheinlich eher die Möglichkeit, mit denen zu reden. Aber es gibt eine Studie, und darum habe ich eben so kurz geschmunzelt, die sagt, wenn man humanoide Roboter baut, dann wird man nicht versuchen, so nahe wie möglich an menschliche Dinge ranzukommen, also mit Haaren und mit Gesichtszügen, die nachher so echt sind, dass man sie nicht mehr von einem Menschen unterscheiden ist, weil es gibt eine gewisse Schwelle von Dingen, wo wir Menschen dann Schwierigkeiten hätten, diesem Roboter Befehle zu geben oder von dem etwas zu fordern, weil wir dann die Maschine zu stark vermenschlichen. Also das heißt, ich gehe davon aus, wir werden humanoide Formen haben, aber höchstwahrscheinlich wird man jederzeit erkennen können, ob das eine Maschine oder ein echter Mensch ist. Natürlich gibt es da auch wieder Spezialfälle, die Sie sich alle vorstellen können, wo Leute sagen, es soll so nahe wie möglich an einen Mensch kommen. Aber die meisten arbeitenden Maschinen werden zwar solche Gestalten haben, die in menschlichen Umfeldern sind, aber deutlich noch als Maschinen zu erkennen sein. Ja, auch ganz herzlichen Dank dafür. Wir sehen, wir könnten noch mindestens eine Stunde weiter diskutieren. Alles sehr spannende Themen. Ganz herzlichen Dank, Lars Thomsen. Auch herzlichen Dank an die Fragen und für das Interesse. Der nächste Vortrag von Lars Thomsen wird am 19. Januar sein, 16.30 Uhr. Da geht es um das Thema Blockchain, Cybersecurity und der Umgang mit persönlichen Daten in den 2020er Jahren. Und alle herzlich jetzt schon eingeladen und vielleicht noch in eigener Sache ein Hinweis. Am 12. Januar gibt es einen Vortrag im gleichen Forum Digitale Transformation über die VDI 2221 Produktentwicklung. Und ganz zum Schluss, und da bin ich auch schon fertig, lieber Herr Neff, heute Abend 19 Uhr gibt es für die jungen Leute unter uns den Online-Stammtisch der Young Engineers. Und das finden Sie unter der Homepage, die Information vdi-karlsruhe.de/young-engineers. Also jeder, der jung ist oder sich für jung hält, können Sie gerne zum Online-Stammtisch der jungen Ingenieure des VDIs kommen. Damit gebe ich jetzt das Wort wieder an Professor Neff. Ja, vielen Dank, Herr Simon. Herzlichen Dank für die Einladung auch. Vielen Dank an Lars Thomsen.